Willkommen zurück bei Muffin TV. Ich bin heute wieder der Marc. Ich werde mich heute wieder mit meinem aktuellen Projekt Assassin's Creed Brotherhood beschäftigen. Ich habe mir da auch schon ein paar Sachen dazu einfallen lassen, was wir denn heute alles machen können. Ich würde da mal sagen, ich switche gleich mal ins Spiel rüber, aber zuvor mache ich den Ton schon mal an. Ich habe es nämlich im Hintergrund schon mal gestartet. Und ja, super. Ich sollte natürlich auch noch aufs Game rüber switchen. Das wäre noch eine Maßnahme, sonst funktioniert es nicht. So, jetzt sind wir da. Und wir machen heute weiter. Ich habe mir überlegt, dass wir uns heute mal die Copernicus-Quest-Reihe vornehmen und auch die leerstehenden Fraktionsgebäude mal endlich besetzen. Jetzt muss ich nur gerade schauen, wo ich jetzt gerade überhaupt rumschwirre. Ah ja, genau. Ich stehe jetzt woanders, als ich letztens eigentlich stand. Das liegt aber lediglich daran, dass ich mir nämlich mal so einen Überblick versucht habe zu verschaffen. In Bezug auf, wie kann ich die Gebäude wo belegen. So, dazu werden wir jetzt einmal ein bisschen die Karte übersichtlicher machen. Ein paar Sachen rausnehmen. Das Einzige, was ich drin lassen möchte, sind die Banken. Sollte ich denn doch mal irgendwo hin müssen? So, die Tunnel bräuchte ich auch noch. Und die leerstehenden Fraktionsgebäude. Beziehungsweise, gut, die kann ich auch einschalten. Mehr aber auch nicht. So. Okay. Wie gesagt, ich habe mir schon mal ein paar Gedanken gemacht, wie ich die Gebäude wo am besten bestücken kann. Mit welcher Fraktion, in welchem leerstehenden Gebäude. Ich habe mir das auch mal in einem anderen Spielstand angeschaut. Ich habe es dann eigentlich anders in Erinnerung gehabt. Aber macht nichts. Ich werde sich in dem Spielstand ein bisschen anders verteilen. Dann ist gut. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Gut, da wird da natürlich jetzt am nächsten zustehen. Würde ich sagen, fangen wir auch mal bei dem leerstehenden Fraktionsgebäude an. Und dann switchen wir halt einmal so die ganze Reihe durch. Ja, komm. Oh Gott. Sehr schön. Da kommen schon wieder die ersten Assassinen von einer Mission zurück. Jetzt gerade mal ach, das da. Okay, ich sehe schon. Hier. Ich hatte mir nämlich schon mal was überlegt gehabt, wie ich die belege. Hier würde ich jetzt die Kurtisane, genau. Dann dann geht's weiter. Wo? Da in der Ecke. Da sehe ich's, da will ich hin. Dann wollte ich jetzt. Ach, wo war denn das jetzt? Nein, die südliche Kampagne war es nicht. Da, Porton. Wie? Habe ich es gerade zufällig gelesen. Porta Nomentana, oder wie das hieß. Ich will gleich mal schauen, wie ich das nächste Mal durchs Tunnelsystem reise.
Plündern. Markiere schon mal das nächste. Das ist ja relativ einfach hier vorne. Achso, da vorne, ja, da. Da einmal ums Eck. Da einmal ums Eck. Okay, genau. Und zwar werde ich hier die Diebe platzieren, hatte ich mir überlegt. Was können wir tun? Diese Borgia haben in dieser Stadt Geld. Ah, man kann es auch noch tauschen. Okay. Nur denkbare Goldkarte gegangen. Auch nicht schlecht, okay. Pflege für alle. So, wo stecken wir jetzt gerade? Bin ich jetzt doof? Also da. Porta Nomentana. Da war es doch richtig, hab ich doch richtig gelesen gehabt. So. Am schnellsten zum nächsten leeren stehenden Fraktionsgebäude komme ich über die Diebesgilde hin. Von da aus werden wir dann dahin reiten. Scheint mir gerade am geschicktesten. Hast du gerade was auf dem Konto? Nein. Nicht schlimm. So, wo ist er denn? Ah. So, da kommt ja mein plattenbesetztes Ross. Mit plattenbesetztes Ross hier. Platz da. Kuckuck. Wie die mal einfach nichts machen. Lustig. Reite ich überhaupt noch in die richtige Richtung? Ja. Wobei, ich glaube, hierum wäre kürzer gewesen. Ja, ist egal. Egal. Ah, da oben fällt eigentlich echt so ein Tunneleingang. Wird vieles einfacher machen. Aber doch gut. Ach, oder? Was hatte ich jetzt gesagt? Da, genau, die Söldner. Söldner wollte ich da hinhauen. Oh, geh mal aus dem Weg, Hafensupfer.
Das wollte ich die ganze Zeit. Ach so, stimmt, genau. Wo wollte ich eigentlich als nächstes hin? Da. Gib die Straße frei, gib die auch gleich Straße frei. Achso, na gut, dann muss ich jetzt halt den Rest rum mal laufen. Da. Kaserne, wo ist sie denn? Da ist die Kaserne. Wollen uns ja vornehmen. Benehmen. Aber komm, was ist dieses Fraktionsgebäude? Ich renne jetzt doch den Rest. Ey. Genug der Vornehmlichkeiten. So. Ja, damit die Söldner hier ein bisschen Unterhaltung haben, machen wir da die gute Sahne hin. Am dümmsten hin. Ja, jetzt sind wir wieder überall, überhaupt keine Dings in der Nähe. Ich würde sagen, das nehmen wir uns als nächstes vor. Das heißt, dafür. Das sollen die Assassinen erstmal alle zurückkommen. Das müsste die nördliche Kampagne sein. Ja. Genau da wollte ich hin. Da wollten wir doch hin. Gesehen, dass also das sah gerade echt so aus, als hätte ich seine Laute, die er in Hand hatte, irgendwo in die Luft geschleudert und die ist jetzt weg. Oder vielleicht irgendwo wieder gelandet, keine Ahnung. Das sah auf jeden Fall gerade ziemlich lustig aus. Okay. So, jetzt mal gucken, wie komme ich da jetzt am dümmsten hin? Da. So, da zuerst, genau. Das, was ich nämlich jetzt markiert habe, da kommen die Söldner hin.
Und in dem anderen Gebäude dort kommen dann nämlich noch die Diebe hin. Das dürfte dann so passen. Ja, ja, wo alles begann. Das waren Zeiten. Schaffe ich das? Geronimo! Okay. Interessant. Dass ich dort keinen Fallschaden bekommen habe. So, da wollten wir die Söldner hinpacken. Ah, jetzt ist Kohle im Tresor. So, dann noch das andere Gebäude da. Genau dieses. Oh nee, jetzt sagt ich, das ist da oben. Krieg aber zu viel. Wisst ihr was, ich mach das jetzt gerade mal eben schnell. Das nervt jetzt gerade. Gut. Dafür brauche ich 3, okay. So, das war jetzt wieder der Schnelldurchlauf. Darum. Oh, coole Sache. Naja, okay. Hä? Ach, da.
Ich meine, diese Umwege hier. Ich dachte jetzt gerade, der fällt da runter und kratzt ab. Hier. So, hier hatte ich gesagt, wollte ich die Diebe noch ansiedeln. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt gerade nochmal wieder zur Karte. So. Drei Stück sind jetzt noch offen. Das ist erledigt. Das ist erledigt. Ist nur noch lediglich hier. Gut, das zählt nicht dazu. Und zwar, die teilen wir noch wie folgt auf. Hier oben kommen nochmal die Kurtisanen hin. Hier kommen die Diebe und da kommt nochmal das Söldner-Fraktionsgebäude hin. Dürfte eigentlich am plausibelsten dann aufgeteilt sein. Dann werde ich mich da auch mal als nächstes hinbegeben. Sehr schön. Eine kleine Abkürzung. Mhm. Ach, ein bisschen Fußarbeit schadet auch nicht. Genau da. Ja. Ah. Geht das? Ach, Mensch. Jo. Komm, hau ab, du Hafenzupfer. Gespielen. Irgendwie habe ich gerade so den Eindruck, das Spiel läuft gerade nicht so rund. Jetzt. So. Eigentlich über. Achso, Moment, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit. Tverhafen. Sag mal. Was ist das jetzt? Passt dem Spiel gerade irgendwas nicht oder so? Ich glaube, da müsste ich gleich mal eben gucken. Im Zweifelsfall muss ich gleich mal eben neu starten.
Irgendwas passt im Spiel gerade, habe ich gerade nicht so ganz. Sonst wird es etwas runterlaufen. Hier. Boah. So, oh, interessant, wie sich hier so der Schatten bewegt. Das habe ich ja vorher, ist mir vorher noch nie aufgefallen. Interessant. Hier wollte ich die Söldner ansiedeln, hatte ich gesagt. Ich habe wichtige Nachrichten. Ja. Aufgrund des Feuers im Parion der letzte Woche. Dann. Ich glaube, das Spiel mag mich heute echt nicht. Müssen alle Laienpriester von nun an einen Eimer Wasser sowie eine Lampe mitbringen, wenn sie ihre Predigten in Heuschobern abhalten. Ja. Ja. Doglio. Molto bene, dann machen wir da halt gerade mal weiter. Ich weiß gar nicht, ob das heute so großartig Sinn hat, da irgendwas Großartiges anzufangen. Ich würde ja gerne, aber wenn es jetzt heute so extrem lange braucht, bis das mal alles immer geladen hat, bin ich ja morgen früh noch daran. Und da habe ich die in dem Fraktionsgebäude. Da oben. Genau. Hier siedeln wir einmal die Diebe noch an. Nicht spielbar. Ich mache das, ich will es jetzt aber noch wenigstens fertig machen. Haben bald heute einen kleinen schnuckligen, übersichtlichen Part. Oh, gut ist. Wo. Ich kann noch nicht mal ohne Verzögerung die Karte aufmachen. Also prinzipiell von da, wo ich stehe, jetzt einfach senkrecht runter und dann nach da.
der neuesten Arbeiten aus Perugino's Atelier. Also da. Ah, so, hier bin ich jetzt. Okay, alles klar. Alles klar. Dann Augustus Mausoleum. Da wollten wir doch hin. Und wie lange es jetzt dauert, bis es geladen hat. Ah, hier. Müsste dann das letzte sein, oder? Habe ich dann schon alle? Da, 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 da. Da, da, Tatsache. Das ist schon das letzte. Die Kurtisanen hätten wir da gerne. Danke. Gut, dann kann ich eigentlich alles wieder einschalten. Alle wieder ein. Alle wieder ein. Alle wieder ein. Gut. Scheint wieder soweit alles vollständig zu sein. Wo war denn von hier aus die nächste Bank? Hm, na gut. Müsste die da oben sein. Beziehungsweise nicht, ich mach das anders. Ich gehe jetzt gerade mal zu Tiberinsel. Oh, cool. Inventar, Monturen. Ja, natürlich. Ja, den ziehen wir an. Mal so ein kleiner Tapetenwechsel an Klamotten schadet auch nicht. Gönnt ihm eine Flasche Wein, das hat euch mal lieb. Geh weg. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo ich gerade stehe, aber okay. Ah. Ja, auch gut, dann bin ich ja irgendwo in der Nähe von der Bank, also von dem. Geld abgeben. Investitionen. Ja. Das mache ich jetzt einfach. Wo? Ach, Mann. Aspettate!
Aua. Euer Tod war unerlässlich. Ja, genau. Ja, dann gibt es jetzt wahrscheinlich irgendwo auch was Tolles dabei. Quecksilber. Immerhin. Ah, da war noch einer. Das dürften sie jetzt alle gewesen sein. Schieberinsel, genau. Habe ich noch welche zum Reinlegen, oder was? Tatsache. Ich hatte noch welche zum Reinlegen. Na gut. Was muss ich denn hier überhaupt noch erledigen? Oh. Nur noch den Pfeilhaken. Na gut. Kommt auch bei Zeit. Sehr beeindruckend. Aber warum nicht einfach gehen? Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Wenn Messer Giraldi das sehen könnte. Ja, der ist natürlich über alle Berge. So, also ich lasse erstmal die Klamotten reparieren. Rüstung. Ja, gut. Muss ich halt erst den Geschäftsauftrag für fertig machen. Logischerweise, hier habe ich auch schon alles. Kleine Waffen haben wir auch schon alle. Gut, da gibt es nur die eine. Okay. Ja, das habe ich alles. Nein, das würde ich natürlich nicht verkaufen. Da fehlt mir noch dieser bescheuerte Schrumpfkopf. Bis zum nächsten Mal. Da ist nichts. So. Buchführung. Das würde ich jetzt ganz gerne gerade nochmal abchecken. So, insgesamt. Okay. Geschäfte sind alle renoviert. So. Fraktionsgebäude und so, ist alles auch fertig. Die Wahrzeichen sind alle gekauft. Bei der Wirtschaft, da kriege ich überall 15% Rabatt. Und gut, das sind halt die Einnahmen und Ausgaben. Oh, beim Schmied habe ich höhere Investitionen gehabt als Einnahmen. Okay. Dann würde ich jetzt ganz gerne mal hier nochmal schauen. War hier noch irgendwas? Nein, nein. Nein. Das ist das, was ich gerade habe. Nein. Umhang. Ich
Nein. Fallschirme sind auch alle voll. Beutel habe ich auch alle schon. Bis zum nächsten Mal dann. Adieu, Messer. Ich habe hier eine Mantegna. Dann. Aha. Das fehlt noch. Schatzkarten. Das heißt nicht euer Scheiß ernst, oder? Ich könnte diese fucking Dinger jetzt alle kaufen, oder was? Na gut. Ein Vergnügen. Heißt es jetzt, mir werden die alle angezeigt? Tatsache. Hä? Wie jetzt? Hab da letztens eine Fehler übersehen. Offensichtlich soll da sind nur noch ein paar Banner. Vier Stück, um genau zu sein, okay. Ja, gut. Die will ich natürlich haben. Ist ja lohn. Hoppala. Ich nutze nur feinste Wolle, Seide und Leder. Die will ich haben, das ist ja natürlich logisch. Dann hole ich mir die auch. Ja, das war, glaube ich, das Augustus-Mausoleum. Ja. Gut, dann gehen wir doch gerade mal da oben hin. Schauen uns die Sache mal an. Ich höre da schon was. So, da. Jetzt haben wir natürlich auch alle Federn. Okay. Das heißt, ich würde dann mal jetzt in den anderen zwei Bezirken einfach nur mal schauen gehen, ob ich da jetzt die Karten oder so ähnliches kaufen kann. Da. Hoppala. So, noch ein bisschen hier einkassieren. So viel Zeugs hätte ich jetzt bekommen. Ist schon alles voll hier. Aber immerhin, es gibt ein paar Florin, also von dem her. Da wollte ich hin.
Gucken, ob ich da noch bei irgendwem, vor allem beim Kunsthändler, noch was kaufen kann. Wo ist er denn? Da. Kommt, Freunde! Hab hier nichts Besseres mehr zu tun. Banner. Das ist echt ein Witz eigentlich. Vergesst nicht, euch. Dürften ja eigentlich keine mehr sein, weil ich die letztens alle eingesammelt habe mit Mühe und Not. So, dann. Freunde dabei zu schicken. Dann düsen wir jetzt gerade noch zur Diebesgilde. Diebesgilde, Diebesgilde. Da. So, ich denke mal, dann schicken wir noch einmal die Assassinen wieder alle auf irgendwelche Missionen. Und ja, dann halten wir es heute mal ein bisschen kürzer. Bevor nämlich nochmal so ein Käse wie vorhin passiert, da habe ich heute ehrlich gesagt keine Lust drauf. Komm, Freunde! Diese Woche verschenke ich meine Arbeit quasi! Das will ich jetzt sehen. Wenn ihr eure Arbeit verschenkt. Ach, Evo. Schatzkarten. Chico Banner. Ich hätte jetzt alle kaufen können. Nee, das ist. Ich sag das gerade nicht. Freunde dabei zu schicken. Genau. Okay, ja, da sind wir jetzt gerade. Zusätzliche Erinnerungen. Federn. Alle. Aussichtspunkt normal. Ja, das sind nur noch die vier, die mir da angezeigt werden. Nein, da wollte ich noch nicht ganz raus. Oh. Haben wir alle? Da fehlen noch welche. Jo. Das sind, glaube ich, die Romulus-Verstecke. Müssten das sein. Die haben wir. Ja, und schätze gut, das sind halt nur noch die 8, die mir im Vatikanbezirk halt wieder fehlen. Ansonsten wäre das alles fertig. Okay. Na, jetzt steht da 4. 4 von 15, das ist cool. Ja. Also ich habe dann tatsächlich nur noch an Collectibles hier. Alles, was hier jetzt gerade erscheint. Ich glaube, ich sollte gleich mal die Federn noch wegbringen. Warten jetzt noch mal. Hopp. Ah, da. Versteck auf der Tiberinsel. Da kann ich nämlich gerade alles einmal regeln. Mal gucken, was passiert. Ja, 10 von 10 Federn und? Passiert da was? Offensichtlich nicht. Na toll. Okay. Ihr seid alle wieder da. Freut mir. Ich habe Aufträge für euch. Ich will jetzt aber erstmal gezielt wieder genau auf sowas. 2, 3, 4. Weg.
auch für, alles für Tomaten, ne? Italiener. Was würden die Italiener ohne ihre Tomaten tun? Deswegen holen wir sie uns da wieder. 1, 2, 3, 4. Ja. Was haben wir hier noch alles gerade? Da ist nichts Spannendes. Oh. Okay. Ist in London. Calicut. In Konstantinopel haben wir auch noch zwei Stück wieder. Das freut mich. Sehr schön. Dann. Sind gerade wieder welche zurückgekommen, oder was? Dann. Nee. Dann hier Konstantinopel. Achso, oder weil es noch nicht ganz aufgeladen ist. Das kann sein. Wenn es aufgeladen ist, dann macht es flupp. Ja, dachte ich mir. Okay. Ah. Ja, okay. Dann würde ich an der Stelle sagen, halten wir den Part heute mal etwas kürzer. Wir machen dann beim nächsten Mal dann die Copernicus-Quest-Reihe. Die habe ich mir jetzt mal fest vorgenommen fürs nächste Mal. Und genau, würde ich sagen. Ach ja, eine Sache können wir gerade mal eben schnell machen. Zumindest mal aus dem Magiemuseum raus. Gucken, ob es da irgendwas Neues gibt. Mal nochmal wieder bei den E-Mails rumschauen. Willkommen zurück, Desmond. Oh, danke. Irgendwie fehlt aber immer noch Lucy. Wir reden später. Ja, gut. Dann gibt es da auch nichts Neues gerade. Ich habe gerade keine Ahnung, wo Lucy steckt. Hier sind nur die zwei, inklusive mir. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut, dann würde ich mal an der Stelle sagen, sind wir fertig für heute. Ich habe es, wie gesagt, heute ein bisschen kürzer gehalten. Wir haben jetzt zumindest die Fraktionsgebäude mal besetzt. Und ja, waren halt noch auf eine kleine Shoppingtour, die ich jetzt so im Nachhinein mal Revue passieren lasse. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt Let's Stream Assassin's Creed Brotherhood, und werden beim nächsten Mal, sofern ich es bis dahin nicht wieder vergessen habe oder was anderes vorhabe, dann die Copernicus-Quest-Reihe angehen. Bis dahin dann, schönen Abend noch und ciao.